Halt, stopp! Erst das Intro. So einfach wie geschmacklos. Shit. So, Freunde. Wieder ein paar Messer am Start. Jo. Scheinbar gefallen allen die Taschenmesser. Fangen wir mit dem hier an. Jo. Feines Teil. War auch hochwertig. Kein Billigmesser. Zack, kannst du öffnen. Ganz normal mit der Feder, wie man das von so vielen Messern kennt, mit Daumenpin zu öffnen. Jo. Aber ich muss mal so sagen, das wackelt nicht einen einzigen Millimeter. Das ist, ja, also die Klinge hat nicht mal ein Mini-Mü-Spiel. So gut ist es drin gelagert. Ja, straff, zack, öffnen, wunderbar. Also, schönes Holz, das war wichtig. Firma, auch Black Bear, das ist auch so eine Markenfirma. IC 420, der Stahl, der ist so ein bisschen oberflächenbehandelt. Na gut, jetzt ist es schon ein bisschen dreckig. Das ist, würde ich sagen, eloxiert. Also stumpf gemacht, damit es nicht so glänzt, wenn man das vielleicht sieht in der Kamera, weiß ich nicht. Ansonsten, die Schrauben lassen sich alle aufschrauben, wenn man es zerlegen und reinigen will. Das ist immer ganz wichtig, wenn es doch mal ein bisschen angegammelt ist vom Pizzaschneiden etc. Schärfe, wollen wir das mal testen? Was haben wir hier? Schönes und. Ja, oh. Also das funktioniert. Gut. Das geht. Okay. Ja, die Messer, die habe ich mir damals gekauft, weil die so ein bisschen, in meinen Augen, so ein bisschen so eine japanische Form hatten. So wie so Küchenmesser. Also für Camping, dachte ich. Das habe ich auch ein ganz paar Mal beim Camping oder auch zum Pizzaessen benutzt oder etc. Stahl, oh, doch, hier, also es geht. Weil ich wollte gerade sagen, das habe ich ganz paar Mal benutzt, das wird nicht mehr scharf sein. Ganz normal, hier mit Feder, Daumenpin. Von Herberts ist das, 440er Stahl und auch wieder mit fortlaufender Nummer. Dann haben wir hier eins, was aus derselben Serie ist. Schöne Form, ne? Wie so ein Küchenmesser. Zum Sushi zubereiten. Ich muss sagen, ich habe damit beim Camping das nicht so doll gepflegt. Ich habe jetzt auf die Schnelle auch nicht den Dreck runterbekommen, aber das ist kein Rost, das ist so, na, ich würde sagen, Pizza, Dose, was auch immer. Also, das ist auch wirklich ein ganz feines von Herberts. Da kann man besser kaufen. Das ist sehr hochwertig. Hier hinten haben wir noch ein schönes. Das ist ein sogenannter Skinner, würde ich stark behaupten. Ja. Das ist wirklich eine super scharfe Klinge. Das können wir mal vorführen. Ich war eben ganz überrascht beim Probieren. Also das ist wirklich Rasiermesser. Also hier, wenn man das mal so schön sieht. Also man kann auch ganz langsam ohne Druck die Klinge so durchschieben. Das ist wirklich jetzt vom Allerfeinsten. No? Das hatte ich jetzt nicht so dolle im Gebrauch, weil, naja, wieso eigentlich nicht? Das habe ich nicht großartig getestet. Wald und Forst, das war mal so ein, ja, so ein nicht besonders teures. Das war mal gesenkt in irgendeinem Katalog. Da habe ich mir gedacht, legst du dir mal so ein Teil zu, lässt sich schön in der Hand halten. Man kann damit kleine Arbeiten ausführen, wenn man irgendwas rumschnitzen möchte oder so. Aber ich glaube, eigentlich kommt die Form von einer Fellbearbeitung in der Wildnis. Sag ich jetzt mal ein Trapper. No? Also das ist wirklich ein super schärfbarer Stahl, noch nicht ein einziges Mal nachgeschärft und super scharf. Das war's. Tschüss.